So, ich gebe euch eben VIP, Passwort, SL, Party Connect, du auch drauf, oder? Nee. Okay. Ihr seid ja auch unsere Moderatoren, ne? Sehr schön. Richtig, und jetzt ist der Tim auch am Start, hoffe ich. Genau, bin ich. Wieder wortgewandt wie immer, wie Therapie und so, weißt du ja. Okay. Und ich würde euch mal in Zwischenzeit in den Comments den Link zum PokerTH Client senden, damit ihr nachher auch mitspielen dürft. Wir joinen in der Zeit mal da im Spiel. Checken aus. So. Tim, bist du fit? Ob ich fit bin? Ja. Ja, ich bin sehr fit. Wollen wir mega ausrasten heute? Ich hab Bock. Ja, ich wäre dafür. Ich hab mir eine Flasche leckeren Bourbon Whisky besorgt. Ich glaube, dann kann's heute nur schön werden. Ich glaube, das kriegen wir hin heute. Denk doch auch. Haben sich auch schon fast alle eingefunden. Fast. Einer fehlt noch. Wir wollen natürlich eine Knife Round und die werde ich machen. Ich joinen Sie. Heller, lieber letzter, lieber Prey. Ja, währenddessen, ich werde noch mal kurz in die Comment gucken. Far away. Tim, wie sieht's aus im Poker heute? Hättest du Lust? Leider werde ich es nicht mehr schaffen, da ich wahrscheinlich aller Voraussicht nach nachher noch weggehe, aber wir gucken aber mal. Morgen. Morgen auf jeden Fall. Kann ich auch wirklich nur jedem Zuschauer gerade ans Herz legen, morgen unbedingt einschalten. Ja, ihr bitte. Werdet es nicht bereuen. Ja, das kann ich auch so weitergeben. Aber heute werdet ihr es auch sicherlich nicht bereuen, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute spielt das Team von Ready Online, bestehend aus 4 EHS-Lern und einem aus dem 4PL-Team, gegen das Team der Community. Und grüß dich Highlight. Und ich denke, es wird ein cooles Match. Far away. Tim, weißt du, was ich gerade gelesen habe? Was hast du gerade gelesen, Lasch? Riesen Gaming ohne DSS-Team. Das wäre selbst mir neu. Gibt's ja nicht. Die haben sich anscheinend davon getrennt. Wo hast du diese Information her? Gaming Junkies. Ach, die gibt's ja auch noch. Na, da wollen wir doch mal schauen. Schneller als Kadrit sogar. Sensationell. Das ist krass. Wie gesagt, wenn ihr Fragen zu Clan habt oder zu diversen Rio-Events, ihr könnt mich jetzt gerne im Chat fragen und auch Fragen stellen. Ich werde sie dann hier weiterleiten und wir werden auf jeden Fall eine Antwort geben. Und auf jeden Fall müssen wir heute auch die, nicht auf jeden Fall, aber es wäre schön, wenn wir heute die 170er Like-Marke auf Rio Facebook bekommen. facebook.com/RealityOnline. Da werdet ihr auch informiert über unsere Spieler, Teams, Events
Und da findet ihr auch die Profile, die Facebook-Profile von SeshTV, Ukraini, Hogan und alle, die was mit Rio zu tun haben, beziehungsweise die wir mögen. Also. So ist es. Haut raus, die Daumen nach oben. Und wir können uns dann auch gleich Match begeben. Wir sind alle drauf. Ich logge mich jetzt ein. Okay, beide Teams sind ready. Dann. Erkon. Knives on three. Wir können loslegen. Auf geht's. Community Double Abend. Nummer 4. Gegen das ERS-Team von Reality Online. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage zocken. Hey. Rob or Sash wird hier geschrieben. Das ist bitter. Eieieiei. Ja, da geht's schon los, Sash. Ja, ich werd schon, ich hab schon meine ersten Hates am Start, so. Angeneift. Ja, das Team von der Community ist hier schon als T am Start. Jetzt geht's hier gleich los, ja. Die ersten schon die Ghetto-Style. Aber steht hier 2-3 nach Kills. Jetzt Kevin mit dem nächsten. Kriegen sie die letzten Captain beiden auch noch. Der S-Teams mit dem zweiten schon. So, jetzt. Last Man Standing. Hi, und auch er geht down. Kevin Bob mit dem. Ja, Duck der Kevin. Alle in die Luft. Knife stark. So. LO3. Wir können anfangen, Tim. Und, Reality Online startet hier als CT in die First Round. Und Sascha, es geht weiter intakt. Ja. Du bist so ein Sascha. Ich bin ein Sascha. So, wir gucken in den Aufbau der Terroristen und sehen einen ziemlich standardmäßigen. So. Banane wird ja von den CTs gepusht. Falsche Mitte gut eingenommen. Sans konnte ja auch schon vom Balkon aus runterschießen. Naturbursche. Balkon getroppt. Oh, Naturbursche kriegt da jetzt gleich Besuch. Er wird da gecrossfired. Und da ist er down. King mit dem First Frag in der Banane. Ray wird da jetzt auch gleich Besuch bekommen im Teppichgang. Ray geht down. Aber Nonsense hier unterm Balkon. Jetzt geht's ja auch gespannt, ob sie ihn da erwarten. Kevin mit dem schönen. Kevin mit dem Frag. Nonsense jetzt down. Beide hier im Sandkasten. Schöne Nate hier von White Crow. Der letzte auch. Am Dildo. Letzte jetzt. Geht jetzt down. Jetzt down. Der Kevin mit dem letzten Frag und Kevin alleine in New York. Super Film. Kann ich empfehlen. Absolut. So ein Kindheitsfilm. Absolut. Oder ja, Kevin absoluter Kultfilm. Kam ja erst wieder an Weihnachten. Oh ja, hab ich auch gesehen. Gut, ne? Jetzt geht's hier schnell auf A. Da guck mal, wir jetzt hier ein bisschen Action sehen. Schöne Nate von White Crow, sollte da richtig Damage machen. Aber Nonsense schon down. Und Kier mit dem First Frag. White Crow mit dem ersten. Kann den zweiten auch noch machen. Lebt immer noch. White Crow mit dem USP ist down. Kieran nimmt ihn da aus dem Spiel. So, Prey jetzt schwenkt hier noch den Nikolaus. One, two. Nikolaus zieht bei der Nate natürlich die Schuhe aus und Prey hier mit dem Headshot. Super Sache. 2-2 online. Die Anti-Eco wurde gut runtergespielt, auch wenn der Go doch relativ effektiv war. Jetzt geht's über die falsche Mitte. Nonsense hat, glaube ich, da wieder gleich den. Kevin hier mit dem richtigen Riecher. Werden schnell. Nein, sie bauen sie noch nicht. Jetzt gleich über die Mitte. Geht hier Mitte hoch. Nonsense mit dem Frag mit der Diegel. Aber jetzt ist er mit Frag. Nimmt ihn da aus dem Spiel. Kieran Alma. Und Psycho nimmt ihn aus dem Spiel. 2 gegen 2. Da. Kieran kommt jetzt übers Haus, sieht ihn da. I'm the King of Rap ESS, aha, und da macht er ihn. Einfach im Haus jetzt, Hausmeister. Last Man Standing, Kieran. Bombe down. Mal gucken, vielleicht schafft er es ja noch, die Runde hier zu holen. Das wäre. Mit 1, 2 krassen One-Digs. Wäre sehr cool, aber er weiß nicht so recht, was er machen soll.
Aber aim kann er. Stimmt, aber er ist down. Er ist down. White Crow. Da ist das 2 zu 0. White Crow mit 6 Stats. Mit Impact. Ja, ich verabschiede mich gerade mal ganz kurz aus der First View und fliege ein bisschen über die Map. Vielleicht können wir dann auch ein bisschen mehr auf die taktische Seite des Spiels hier eingehen, in diesem Community Gather. Ja, gerne. Community Match. Wenn es denn eine taktische Seite gibt hier gerade, bei den Terroristen, ja. Es geht auf jeden Fall Richtung B. Da wartet Prey und er macht den ersten. Prey hat gleich den ersten schon. Runde. Prey aber nur noch 17, aber jetzt zieht sie auch direkt an Dildo zurück. Jetzt gibt's da gleich in der Mitte-Action. Kevin mit dem IP-Frag. Kevin denkt sich, oh, guck ich einfach mal rein. Die CTs spielen halt einfach mixed. Ja, dass hier viel zu holen ist. Momentan zumindest. So, und schon 4 CTs am B, denn Whitecrow kann ja hier früh ansagen. Und deshalb hat man sofort verschoben. Und jetzt heißt es erstmal abwarten. Ja, beide spielen relativ und langsam. Hier glaube ich gleich Mitte vorgegangen. Aber Nonsense Mitte hat halt quasi getrippelt. Also gehen Richtung A und White Crow gleich da mit dem ersten Kill. Hat auch da schön weg, Smoke. Bombe chill T-Spawn. Mit der Aave. 30 Sekunden, ich weiß nicht, ob ihm das gerade so bewusst ist. Ich glaube, sie wollen saven. Es ja, sieht alles danach aus. Sieht noch safe aus. Das habe ich jetzt gar nicht in Erwägung gezogen, aber ja, du hast recht. Dachte eigentlich auch nicht, aber sie saven. Ja, Mist. Speedy, Router 1 mit der Bombe. Und der Psycho mit am T-Spawn. I und noch ein I. Speedy, wahrscheinlich. Deswegen das Doppel-I. Die Raute. Raute 1, bitte. Raute 1. Ja, ja, ich vergaß. Ich hab's nicht so mit den Zahlen, sorry. 4 zu 0 auf jeden Fall. 4-0. Und die zweite Map wird DC sein. Ja, das hat der Vote gerade ergeben. Wollt ihr wohl alle Season sehen? Wenn ihr das wollt, dann machen wir das doch. Ja, allerdings. Haben wir natürlich nichts gegen. Wir gucken nochmal in den Aufbau und die Terroristen spielen wieder nur ein Richtung Banane, versuchen die einzunehmen. Doch relativ defensiv hier der Aether. Geht jetzt über falsche Mitte mit der Bombe hier. Versuch Hits gesetzt in der falschen Mitte per HE, hat nicht geklappt. Und man sieht, die CTs bauen jetzt sehr defensiv auf. Rechnet wohl eher mit keinen Waffen und gehen jetzt hier auf Distanz. Die CT stehen sehr defensiv, auf jeden Fall. Nonsense mit der AWP am Dildo. Ja, Whitecrow hält hier von CT aus den A-Spot. Ja, die TVs haben es jetzt ganz schwer, sie können halt nicht sagen, wo irgendein Gegner steht und müssen jetzt erstmal versuchen zu specken. Jetzt traut sich der Psycho ein bisschen vor. Nonsense ahnt das auch super. Ray ist auch schon oben am Balkon. Ja, und trotz alledem, dass man Banane nichts gespeckt hat, versucht man erst gar nicht hier einzunehmen und Nonsense mit dem ersten Frag diese Runde. Oh, da verschießt auf den er. Weg gehen. Verschießt jetzt noch mal. Kommen die Flashes. Nonsense mit dann der AP hat Prey gespeckt. Prey geht down. Oh, er verschießt wieder. Und jetzt macht er Frag. Nonsense. Kevin räumt hier auch auf. Die AWP ist auf dem B und Kevin mit dem nächsten. Ja, Nonsense jetzt hier meine ersten beiden Kills. Natürlich wichtig und entscheidend für mich. Ist ja der Spieler aus dem VPL-Team. In diesem Fall aus meinem Team. Ja, so ist es. Alle, die es nicht wissen, der Tim ist Team-Captain des VPL-Teams. Jetzt spielt man hier zu dritt A, weil man mit einem schnellen Go rechnet. Ich glaube, das könnte ein guter Read sein. Es ist ein guter Read. Whitecrow steht da ganz gut mit der Nate. Wirft die jetzt. Das sollte richtig Damage geben. Sollte schön scheppern hier. Ab und jetzt kommen Flesse. Sie rein. Und jetzt kommen sie, Whitecrow, okay, Whitecrow mit dem zweiten geht down. Das war eine aber schöne Gelegenheit. Er sprayt durch, der letzte kriegt er nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie Kevin jetzt schon vermuten. Und Speedy, Round 1. Der Ruine. Am CT, 1 on 2. Komm Junge, mach das Ding. 1 on 3 sogar. Mit dem ersten Speedy und Salis. Der Raute 1 hinterm Namen. Oh, 2 HP, die HE hat geschickt.